So, hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play World of Tanks. Mal wieder mit dem, oder zum zweiten Mal überhaupt mit dem Privataccount, der ja jetzt nicht mehr ganz so privat ist, aber egal. Ja. Ihr habt gemerkt, die letzte Woche habe ich es leider nicht geschafft, was aufzunehmen, World of Tanks mäßig. Ist schlichtweg so, dass ich halt jetzt, wie bereits mehrfach erwähnt, arbeite und deshalb nicht immer so die Zeit zum Aufnehmen bekommen. Ich will doch gar keine falschen Versprechungen machen. Ich werde definitiv nicht immer zum Aufnehmen und Hochladen kommen. Ich werde mich allerdings bemühen, das Ganze doch immer mal wieder zu tun, so dass ich nie ganz aufhören werde, aber es ist halt nicht mehr möglich, das so häufig wie vor dem Beginn der Arbeit zu machen. Da ich ja jetzt auch noch Skyrim mit dabei habe. Aber das soll uns jetzt erstmal nicht weiter stören. Wir wollen uns heute mal mit einem weiteren Panzer beschäftigen. Was könnten wir denn so nehmen? Den ST1, den mag ich. Ja, ist jetzt ziemlich viel aus einer Reihe schon gespielt. Ich habe einfach Steckenschwert, nee. Ich mag die russischen schweren Panzer einfach. Und das läuft auch ziemlich cool. Ja, was da mit dem XVM los ist, dass da die Bewertungen nicht richtig angezeigt werden im Startbildschirm, weiß ich nicht. Jetzt werden sie auf jeden Fall richtig angezeigt. Und wir sind in einem Gefecht mit einigen interessanten Spielern gelandet. Keine Unikum dabei. Aber dafür jemand mit einem extrem langen Namen im Gegnerteam. Aber egal, das soll uns nicht weiter stören. Wir sind in einem Zehnergefecht gelandet. Fünf Zehner auf jeder Seite. Und der Großteil des Restes sind Neuner. So, ich werde mal gucken, wie ich mich auf der rechten Flanke mache. Ich komme mit der Map, seit sie wieder eingeführt worden ist, noch nicht so hundertprozentig wieder klar. Ich habe sie mir auch noch nicht so genau angeguckt. Wir werden einfach sehen, was sich daraus ergibt. Ich habe schon mal ziemlich heftig verloren. Ich habe auch schon ganz ordentlich gewonnen mit meinem Team. Es ist halt, wie immer in World of Tanks, sehr teamabhängig. So, wenn hier noch jemand Skyrim verfolgt, übrigens kleine Info. Skyrim ist gestern, also für mich heute, nicht hochgeladen worden. Heute ist für mich der Montag. Ich hoffe, dass ich das World of Tanks Video hier morgen, also am Dienstag, hochgeladen kriege, weil ich schlichtweg beim Hochladen aus Versehen die falsche Datei ausgewählt habe für Skyrim. Jetzt habe ich durcheinander geredet. Also Skyrim ist noch nicht da, weil ich beim Hochladen für Skyrim die falsche Datei ausgewählt habe. Und deshalb das Video noch nicht oben hatte. Und das bedeutet auch, dass ich noch heute noch keine Zeit hatte. Das darf doch nicht wahr sein. Vor lauter Erzählen werde ich hier gleich mal fett zerlegt. Also ich hatte noch nicht die Zeit, das Ganze zu noch ein zweites Mal hochzuladen mit der richtigen Datei dann. Dementsprechend ist die World of Tanks Folge Nummer 15, glaube ich, um den Tag verzögert. Die wollte ich eigentlich heute schon hochladen. Naja, ihr werdet das, ja, morgen sehen. Also, ihr werdet es, wenn ihr dieses Video guckt, wahrscheinlich heute gesehen haben oder vielleicht auch schon gestern. Wer weiß, wann ihr das hier guckt. Und ich habe hier schön gefailt. ST1 ist eigentlich ein Panzer, den ich extrem gerne fahre. Aber irgendwie habe ich gerade schlichtweg unkonzentriert gespielt. Mein Team könnte sauer auf mich sein und wenn sie es sind, dann sind sie es zu Recht, weil ich habe schlichtweg schwach gespielt. So, da schiebt jemand an meinem Wrack rum. Aber wir wollen uns nochmal damit nicht weiter beschäftigen. Ich habe jetzt bloß nicht vor lauter Reden nochmal irgendeinen Mist bauen wollen, deshalb bin ich da noch kurz drin geblieben. Der Panzer, dem wir uns jetzt mal widmen werden. Der nennt sich, was machen wir? M8A1, ja, den Panzer mag ich.
Das ist ein Panzer, der schlichtweg Spaß macht. In den meisten Fällen. Ein Panzer, den ich sehr gerne gefahren bin. Einer der Panzer, mit dem ich mal mit die meisten Kills gemacht hatte, die ich so in Gefechten gemacht habe. Das war lange Zeit mein Rekord, bis ich den vor kurzem durch das extreme KV-1S-Spiel mit 11 Kills eingestellt habe. Mit dem Panzer hatte ich 8 Kills als Maximalleistung. Und ich habe euch ja auch schon mal erzählt, dass wir mit dem Teil, der Patrick und ich, einen Tiger mal zu zweit zerlegt haben. Ja, was einfach eine coole Aktion war, weshalb ich das auch nie vergessen und immer wieder erwähnen werde. Ja, die letzten 2 Wochen war ich auch nicht ganz so aktiv in World of Tanks, weil Skyrim teilweise meine Aufmerksamkeit ziemlich stark gefesselt hat und auch noch was anderes, was ich gerade am Ausprobieren bin, das aber hier nicht Thema sein soll. Und letztendlich muss ich feststellen, dass ich mich gerade ein wenig planlos fühle, was das Spielen anbetrifft von World of Tanks, weil ich einfach so ein bisschen weniger geübt gerade bin in den letzten Tagen, was sehr unpraktisch sein kann. So, lassen wir den mal vor. Nicht zu offensiv fahren, das muss ich mir dann immer erstmal wieder angewöhnen mit dem defensiven Fahren. Denn wer zu offensiv agiert, ist ganz schnell mal tot und außerdem können wir hier auch schon mal einen Hetzer abziehen, der vermutlich jetzt gleich in Deckung fahren wird, ja, aber das macht nichts, denn der eine Schuss, den haben wir wieder gekriegt. Und da haben wir noch einen T-40 stehen. Der will hier aber keinen Schaden von uns kriegen, wie es aussieht. Das ist wohl auch besser für ihn, aber ich will ihm trotzdem einen reindrücken und ich krieg's auch hin. Schön. Ein Medium 1, was macht der denn hier? So, der T-40, wo ist denn der? Oh, der zielt auf mich, der Freund. Da müssen wir mal zügig in Deckung gehen. Vielleicht können wir da drüben unserem T-40 mal ein bisschen helfen. Ja, das sieht so aus, als könnten wir das. Super Sache. So war das beabsichtigt. Jetzt hat sich da auch gleich schon das nächste Gegnerpärchen gezeigt. Der 38 MA und die Matilda. Die wir gerade leider nicht durchdrungen haben. Und jetzt haben wir gegen die Wand geschossen. Und jetzt ziehen wir uns lieber mal zurück. Also so sieht das aber doch schon ganz nett aus. So, der T28, dann ist dann noch der 38 NA, der wieder aimbar ist. Wir aber gerade leicht verfehlen. Ja, schon wieder daneben, aber. Das dürfte doch jetzt gleich mal klappen. Ja, so sieht das aus. So ist das schön. Und nochmal und vielleicht nochmal. Ja, nein, das war jemand anders, der den gekillt hat. Dafür ist die Mathilda wieder annehmbar. Und wir können sie killen. Der M3D, ja, zu ungenau gezielt. Hätte ich vielleicht mir den Moment Zeit lassen sollen. Jetzt ist der Schuss weg. Egal. So, da schießt auch irgendwas munter beständig vor sich hin auf mich. Ich werde doch wohl die Mauer klein kriegen. Im Zweifelsfall schieße ich sie halt klein. Ich habe ja noch 18 Schuss. Und bei den Kleinen sind die Mumbeln ja nicht so extrem teuer. Jetzt war da hinten noch ein Su. 85B meine ich. Das ist ein nicht zu unterschätzender Gegner aufgrund eines relativ hohen Alpha-Schadens. Alla, mit der entsprechenden Geschwindigkeit kriegen wir die Mauer auch durch. Aber an sich würde ich sagen, war das doch ein ganz nettes Gefecht. Und das ist jetzt so ziemlich das Schlechteste, was passieren kann, hier anzuhalten. Aus irgendeinem Grund schien der aber ein bisschen AFK zu sein. Noch dazu habe ich nicht getroffen, was eine ziemlich schwache Leistung ist. Aber letztendlich haben wir gut gespielt, würde ich sagen. Und ich komme hier vor lauter Reden wollen. In meinem Kopf geht hier auf einmal so viel durch, dass ich das gar nicht alles rausbringe aus meinem Mund in der kurzen Zeit, in der ich es gerne gesagt hätte. Weshalb ich mich auch öfters mal verhaspel, aber da kommt dann halt auch alles auf einmal, ne? So. Entschuldigung für die Husterei, ich bin immer noch ein bisschen minimal erkältet. Keine Ahnung, so ein bisschen angeschnupft oder wie auch immer.
Da haben wir auf jeden Fall ein bisschen was gemacht. Das ist schön. Wir sind ziemlich stark mit dabei gewesen hier mit dem Top-Schaden und auch Teambester hier. Das ist doch schön. Zwar nicht so viele Kills eingesackt, aber darauf kommt es ja dann auch nicht immer an. In einem Vierer 700 Schaden sind in dem Fall nicht schlecht. Das ist immerhin so das Dreifache von unserem Leben, was wir da an Schaden gemacht haben. Ja, schöne Runde auf jeden Fall. Ich würde sagen, was jetzt nochmal definitiv dran ist, ist der M4 Sherman, ein Panzer, den ich absolut liebe, wenn ich in die passenden Gefechte komme. Das ist wohl immer der Voraussetzung, dass man nicht gerade in ein 7er oder 8er Gefecht mit so einem 5er Panzer reinkommt, was mir jetzt natürlich prompt passiert. Und interessanterweise haben wir eine Siegchance von 5%, was relativ wenig ist, erstaunlich wenig, ehrlich gesagt, und was ich irgendwie nicht so ganz nachvollziehen kann. Ja, jetzt ist er bei 62%. Das liegt wohl an dem Anzeigefehler von der Bewertung am Anfang, dass der da so eine seltsame Prozentzahl angezeigt hat. So, jetzt auf jeden Fall mal ordentlich den Gegner zu Klump hauen. Ich denke, ich werde mich mal den Berg rauf bewegen und versuchen mit HE ein bisschen unterstützend zu schießen. Die ein oder andere Premium-Mumble in der Seite eines 7er Panzers kann extrem viel bringen von so einem 5er, von dem es keiner erwartet. Obwohl, erfahrenere Spieler dürften das vom M4 wohl schon erwarten, denn die können den einschätzen. Aber man kann ja auch mal das Glück haben, auf einen planlosen Anfänger in einem 7er zu treffen. Denn so ein planloser Anfänger kann innerhalb von ein, zwei Monaten schon einen 7er bekommen, wenn er sich ein bisschen bemüht. Ich habe es ja schließlich damals auch geschafft. Bei mir hat es, glaube ich, anderthalb oder 2 Monate gedauert, bis ich meinen ersten 7er hatte. Ich habe auch nicht so durchgesuchtet oder so, sondern das geht eigentlich schon halbwegs locker, dass man in der Zeit so einen Panzer bekommt. Selbst wenn man noch die ein oder andere Reihe parallel fährt. So, jetzt wollen wir aber mal hier hoch, um denen zu zeigen, wo der Hammer hängt. Und dazu müssen wir uns jetzt hier erstmal ganz gemütlich diesen Berg hocharbeiten. T-49 sehen wir da drüben, ein AES war da auch schon, Hellcat. AT-15A ist ein Panzer, den ich noch nicht so häufig im Gefecht gesehen habe und deshalb nicht so gut einschätzen kann wie diverse andere. Das ist mir immer unangenehm, wenn ich gegnerische Panzer nicht so genau einschätzen kann. Das ist ein essentieller Teil des Spiels, die Panzer richtig einzuschätzen. Und den T-49, den könnten wir, ja, können wir kriegen. Schön. Genau so habe ich mir das gedacht. Hier erstmal auftauchen und ein wenig Chaos anrichten. Ohne dass die Gegner damit rechnen. Ah, er ist gerade in dem Moment aus dem Fadenkreuz verschwunden. Eventuell haben wir ihn getroffen, vielleicht aber auch nicht. Das Schöne ist, wir stehen hier hinter so einem etwas weiter entfernten Busch. Das heißt, wir können zwar nichts spotten, aber wir können auch nicht gespottet werden fast. Also extrem unwahrscheinlich, dass wir hier gespottet werden. Ich sage immer gespottet, ja, ich weiß, es heißt gespottet. Aber egal, das ist mir relativ wurscht. So, den KV-1. Wenn wir den glücklich treffen, wäre natürlich auch geil. Aber wir treffen ihn leider nicht so ganz so glücklich. Und er zielt auf uns. Aber diesmal haben wir ihn besser getroffen. So, jetzt müssen wir ein bisschen in Deckung mal gehen, dass der uns wieder verliert. Denn es wäre nicht gut, wenn der nochmal oder sogar der AES auf uns schießt. Das wär richtig tragisch. Wir sind hier definitiv nicht zum Spotten da. Das wäre vollkommen sinnfrei. So. Der AES, der hat jetzt mal einen kleinen reingekriegt, aber Kleinvieh macht auch Mist, ne? Ist ja klar. Oh, eins ist aber schon extremes Kleinvieh, also sowas habe ich auch noch selten erlebt. Ja, und das so langsam, aber sicher machen wir denen immer wieder ein bisschen Schaden. Was ziemlich sich aufsummieren kann auf Dauer, wenn wir die Gegner dann entsprechend treffen. Und wenn die Gegner uns vor allem nicht treffen, weil das bedeutet ziemlich zügig mal unser Todesurteil. So, kommt der jetzt da hinten raus, das wäre extrem geil. Ja, der kommt raus, aber der frisst nicht so wahnsinnig viel von uns. Und wir sollten uns wieder in Deckung verziehen. Weil auch von dem möchte ich ungern was abkriegen. Da können wir uns die Zoom-Out-Mod mal zunutze machen. Der steht nicht direkt zu uns. Er steht eher zu dem PZ-34.
Aber da oben, da steht wieder der IS. Den wir da nicht treffen können, weil er sich schlichtweg zu schnell bewegt. So langsam ist, denke ich mal, die Zeit für eine Premium-Mumpel gekommen. Wenn wir den jetzt irgendwann günstig treffen können, wäre das extrem cool. Dazu müsste er halt mal anhalten. Weil frontal wird das sau schwierig. Wie ich befürchtet habe, ja. So, Rückzug definitiv. Frage ist bloß, wohin? Ich würde sagen, in diese Richtung. Vielleicht können wir hinter diesem Steinchen da was anfangen. So, da steht jetzt nur noch die IS. Das ist ziemlich tragisch. Ich denke, das werden wir verlieren. Ich glaube nicht, dass wir da noch was poppen können. Das halte ich für extrem unwahrscheinlich. Es sei denn, unsere Leute im Cap stellen sich ordentlich an. Aber ich fürchte, dass wir da jetzt gleich vollkommen zerlegt werden. Ist auch durchaus möglich, dass die IS jetzt hinter uns runterbrüdelt, weil sie denkt, dass wir komplett weggerannt werden. Aber wenn wir die hier noch ein bisschen abgelenkt kriegen, wäre das natürlich ideal. Oh, die fahren schon weg hier. Wenn ich bloß wüsste, wo dieser AT-15A ist, der macht mir noch Sorgen. Wenn der jetzt irgendwo hinter mir oder in der Seite auftaucht, dann bin ich sofort tot. So, jetzt sind sie alle miteinander da vorne versammelt und kriegen die Basis locker resettet. Jetzt muss ich mich beeilen und versuchen, denen nochmal ins Heck zu schießen mit so einer Premium-Mumpel, sonst ist die Sache ziemlich schnell gegessen. Im IS. Der muss als erstes weg. Oder der AT-15A. Kriege ich den rein? Ne, den kriege ich mit einer Premium-Mumpel definitiv von da hinten nicht durchdrungen. Okay, auf HE umladen. Der IS hat nur noch 9 HP. Jetzt sind da drüben die Gegner unterwegs. Das ist definitiv gewinnbar und es sieht dann auch aus, als würden die jetzt auch gewinnen. Da drüben war noch der A20 unterwegs und der dürfte jetzt kein großes Problem mehr darstellen. Wir haben ihn ordentlich getroffen hier. Und eventuell kriegen wir jetzt noch den Kill. Nein, den nicht, aber ich denke, wir haben uns richtig gut geschlagen für so ein 7er Gefecht. Auf jeden Fall, spannende Sache hier gewesen. Mit dem IS und dem AT-15A direkt vor unserer Haustür und wir haben es doch noch geschafft, irgendwie zu überleben, weil die einfach in der Basis Druck gemacht haben, unsere Verbündeten. Das kann dann auch manchmal funktionieren, auch wenn es leider nicht häufig funktioniert, weil dann meistens die Gegner stur weiter drücken, die auf der einen Flanke sind. Und dann ist man dann ganz schnell mal tot. Sinnvoll wäre es jetzt meiner Meinung nach taktisch gewesen, wenn der IS und der AT-15 weiter gepusht hätten und in unsere Basis gekommen wären, während das Su-152 zusammen mit dem A20 versucht hätte zu resetten. Ein Hellcat war ja da, meine ich, auch noch. Der hat auch einen Unterstützer bekommen, einen Verteidiger hat, glaube ich, keiner bekommen. So. Ja, das sind die Statistiken. Wer es sich angucken will, kann ja mal anhalten das Video. Ansonsten geht's jetzt weiter. Und zwar mit, was denn eigentlich? Was haben wir denn da so noch im Angebot? Wir können ja jetzt keine Ewigkeiten mehr machen. Ich denke, es bietet sich mal so ein Gefecht mit dem T1 Cunningham an. Was wieder ein paar Erinnerungen vielleicht an den Privataccount weckt und Himmelsdorf ist dafür natürlich extrem cool. Der T1 Cunningham ist für Himmelsdorf in Tier-1er Gefechten wie geschaffen. Der Leichttraktor eher für die weiteren offenen Maps, weil der einfach die größere Sichtweite hat. Während der T1 Cunningham wirklich eine extrem hohe Feuerrate und dadurch einen sauschnellen Schaden hat, den er rausdrückt. So, was ich jetzt definitiv machen werde, ist, ich stelle mich an die Todesbanane. Und lass mein Türmchen rausgucken, warte, bis ein Gegner vor meinem Rohr auftaucht, baller mein Magazin raus und dann verziehe ich mich wieder. Und dann sehen wir mal, wo wir das Spielchen noch sonst so spielen können. Ja, die Todesbanane ja auch bekannt als Metzgergasse, aber ich habe für mich den Namen Todesbanane erwählt. Bananenförmige Straße, viel Tote. Das macht Sinn, oder? So, hier stehen viel zu viele LKWs im Weg. Das ist extrem ungünstig, das nimmt uns nämlich Zeit. Und dann fahre ich auch noch so dappig gegen den Schutthaufen.
So. Dann wollen wir uns mal da vorne hinstellen. Es sind einige Gegner in der Mitte am Pushen, was relativ ungewöhnlich ist. In der Pfanne steht ein T1 Cunningham. Von den Gegnern, der nicht ganz schlecht ist. Aber wir kriegen dem ordentlich was reingedrückt. Das ist ganz schön. Ja, genau. Stelle ich am besten voll vor mein Geschütz. Das ist manchmal sehr praktisch. So, der T1, der hat keine Chancen mehr, das hier lang noch zu überleben, wenn er rauskommt. Den werden wir ziemlich schnell zerpflücken, wenn er kommt. Was mir mehr Sorgen macht, ist unser Hügel. Der ist nämlich ziemlich angefressen. So, wir müssen mal unser Magazin nachladen, weil mit einer Salve werden wir da nicht weit kommen. Und dann gehen wir wieder in Feuerposition. So, der Leichttraktor von uns hat einen T-Kill begangen, das ist auch eher unschön. Und den kriegen wir auf jeden Fall. Da können wir mit unserer Ungenauigkeit problemlos handeln, weil wir haben ja eine entsprechend hohe Feuerrate. Was mir jetzt mehr Sorgen macht, ist, dass sie gleich durch die Mitte durchbrechen werden. Jetzt habe ich mir hier schon mal so eine irgendwie halbwegs gedeckte Position sucht, um denen ein bisschen weh zu tun. So, jetzt in Deckung und nachladen. In meine Garage hier. Und dann mal sehen, wie das weiterläuft. Okay, läuft. Aber nicht unvorsichtig werden hier. Wie bitte? Abgeprallt, das ist extrem ungünstig. Oh, 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 oh. Das ist extrem unschön. Wir werden jetzt hier definitiv sterben. Wir haben gar keine andere Wahl, wie zu sterben. Das war jetzt klar. Wenn wir in die eine Richtung aimen, kommt er aus der anderen Richtung und andersrum ebenso. Das war definitiv unser Todesurteil und da konnten wir auch nichts mehr machen. Es hat halt irgendwie niemand in der Mitte irgendwas verteidigt. Und dann hatten wir noch so Teamkiller und sowas kann dann so ein Spiel ganz schnell entscheiden. Egal, war eine lustige Runde. Wir haben gezeigt, dass man selbst den größten Profi problemlos mal mit so einer Salve von einem T1 wegrotzen kann, wenn der eben gerade nicht auf einen schießt. Der T1 ist in solchen Gefechten extrem mit Vorsicht zu genießen als Gegner. Da muss man wirklich sehr aufpassen, weil gerade diese Maschinengeschütze einen Riesenhaufen Schaden auf einmal raushauen können, auch wenn sie nicht so die hohe Durchdringung haben und auch erstmal abprallen können. So, das soll es jetzt aber gewesen sein. Oder soll es das gewesen sein? Es könnte sein, dass das wahrscheinlich noch ein Unentschieden gibt. Mal gucken. Also, dass es gewonnen wird, glaube ich nicht. Das ist fast nicht mehr möglich, aber... Oh, da kommt ein T1 und langt ein Treffer von so einem T1, um das Ganze zu beenden. Und damit ist dieses Gefecht verloren. Egal. Passiert. Man muss auch verlieren können. So, mir hat es auf jeden Fall wieder sehr viel Spaß gemacht, ich hoffe euch auch. Und dementsprechend hoffe ich, wir sehen uns im nächsten World of Tanks Let's Play wieder, wann auch immer es kommen mag. Ich denke, ich werde auf jeden Fall in der nächsten Woche versuchen, nochmal aufzunehmen. Vielleicht sogar schon diese Woche, versprechen kann ich das allerdings nicht. Das werden wir sehen. Also, würde ich jetzt mal sagen, bis dahin macht's gut und ja, tschüss.